Und wenn wir das jetzt nochmal anwenden auf ein Stabpendel. Irgendwie schreibt er nicht mehr richtig, der. Das ist zu warm geworden. Stabpendel. Also wir nehmen einen Stab mit Masse M, Länge L und hängen es auf bei E. So ist da gezeichnet. Das sind jetzt wieder die M und M ein bisschen anders, aber das ist ja im Grunde recht. Wir nehmen so ein Pendel. Stabpendel, da gelenkig gelagert in A. Das ist der Schwerpunkt S. Der Abstand sei E genannt. Und am Ende, also dieses Pendel befindet sich in der Ausgangslage. Das ist der Winkel Alpha. Stabpendel ML. Lage Alpha. Drehpunkt E. Das kennen wir alles. Und das wird als Alpha ausgelassen und trifft dann da am Ende auf eine Masse groß M, die meinetwegen da waagrecht verschieblich ist. Und die Frage ist jetzt, wie groß welche Geschwindigkeit kriegt die Masse M nach dem Stoß? Das ist gesucht, ne? Anfangs ist sie neu. Also, das Pendel beginnt seine Bewegung, seine Kreisbewegung aus der Lage Alpha. Da müsste man zunächst einmal die Drehgeschwindigkeit des Pendels vor dem Stoß ermitteln. Also Zustand vor dem Stoß. Vor dem Stoß ist es eine aus dem Energiesatz zu ermittelnde Geschwindigkeit. Und wir sagen, kinetische Energie minus Anfangsenergie ist gleich der Arbeit für das Pendel. Dann ist es, die Energie ist Theta A. Am Ende, das ist ja dieser Zustand, sagen wir T1, dann sage ich, das ist Phi Punkt 1, da war es 0, die Geschwindigkeit 0, das Pendel hängt so und wird jetzt ausgelassen und fährt so runter, nicht? Und hat dann da kinetische Energie. Die kinetische Energie T1, und da war sie T0. T0 war 0, also steht hier, sagen Sie mir, was da steht, Phi Punkt, sagen wir 1, weil ich da den Index 1 habe, Quadrathalbe. Das ist die kinetische Energie, am Anfang war sie 0, ist gleich der Arbeit. Das Gewicht ist ja das mg und das wird hier um diese Hubarbeit gesenkt. Also um dieses Stückel wird das Gewicht abgesenkt. Das ist die Arbeit, die hineingeht. Bei der Schwingbewegung so runter gibt ja nur das Gewicht Arbeit ab. Nicht? Die Gelenkkraft hat ja keinen Weg. Also ist das eine positive Arbeit, weil die Kraft nach unten geht, mg, und der Weg auch nach unten geht. Plus mg, ich habe auch kleines, oh Gott, ja, Sie haben schon recht, kleines m, machen wir kleines m ist jetzt, und großes m ist die. Mal E und dann muss ich E Cosinus Alpha abziehen, nicht? E ist der Abstand vom Gelenk zum Schwerpunkt und das ist der Kreis mit Radius E und dieses Stückchen ist E, nicht?
E Cosinus Alpha vom E abgezogen, 1 minus Cosinus Alpha. Und Alpha ist bekannt. Damit habe ich die Phi.1-Geschwindigkeit berechnet. Vor dem Stoß. Mit der Geschwindigkeit kommt er jetzt da unten an. Und trifft auf diese Masse und erfährt dann jetzt die Kraft F so und der wird beschleunigt mit F. Und da ist das F in die Gegenrichtung. Also jetzt kommt der Stoß. Der Stoß mit Epsilon sagt, dass ich habe Theta S, wenn ich das noch einmal ein bisschen zu langatmig schreibe, oder ich dann lieber, wir reduzieren gleich die Masse dorthin. Wenn ich sage Theta A Phi 2 Punkt. Theta A Phi 2 Punkt ist gleich minus FA. Das wird ja abgebremst. Jetzt integriere ich über die Zeit. Dann steht hier Theta A Phi Punkt zur gemeinsamen Geschwindigkeit in der ersten Periode. Minus Phi Punkt am Anfang, das ist das hier. Das kennen wir schon. Ist gleich minus A mal S1. Und das ist sozusagen die erste Gleichung. Die zweite Gleichung sagt, in der ersten Periode wird jetzt der beschleunigt auf U. Also M mal U muss gleich sein das plus S1, der Impuls, den die Masse, aha, groß M bekommt. Pardon. Da muss ich jetzt groß M schreiben. Die war vorher 0. Und jetzt wirkt die Kraft F. M, groß MX2 Punkt ist F, nach rechts, Zeitintegral gebildet, heißt Änderung des Impulses MU minus 0 ist gleich Integral FdT, also S1. Als drittens nehme ich jetzt die Gleichung, wann ist die erste Periode zu Ende? Wenn die beiden im Stoßpunkt dieselbe Geschwindigkeit haben, also wenn das der Abstand L halbe plus E ist der Abstand von A zum Stoßpunkt. L halbe plus E, A nach B. Das ist dieses Stück, A nach B. Mal Phi Punkt am Ende der ersten Periode, das muss das U sein. Das sind die drei Gleichungen hier für die erste Periode. Und aus denen kann ich ja immer ausrechnen schon die gemeinsame Geschwindigkeit, das Phi-Punkt und das S1. Und ja, und in der zweiten Periode, ich habe das ja früher gemacht, sage ich jetzt Gleichung 4, Theta A mal Phi-Punkt 2, das ist die Geschwindigkeit nachher, minus Phi-Punkt gemeinsam, also Dreh, das ist ja der Drall, Drall nachher minus Drall vorher, ist gleich minus AS2. Fünftens heißt es, das M mal sagen wir V2 ist die Geschwindigkeit, minus U ist gleich plus S2 und sechstens heißt S2 ist Epsilon S1. Und aus diesen sechs Gleichungen kann ich wieder alles ausrechnen, aber es wäre natürlich geschickter gewesen, ich hätte gleich gesagt, naja, ich reduziere mal die Masse da nach unten. Nämlich indem ich sage, mein Theta A dividiere ich durch den Abstand AB. Ich könnte also so sagen,
Ich habe eine Masse im Stern da unten. Lass den Drehpunkt gleich im Stern und habe hier aber den Abstand e plus l halbe. Das ist meine im Stern und das kommt mit der Geschwindigkeit e plus l halbe phi Punkt 1 daher. Und trifft auf die Masse groß M, die hier ruht. Und wenn ich die Geschwindigkeiten nach dem Stoß nehme, da habe ich da das V2 dann. Und das müsste ich dann nennen, das E plus L halbe Phi Punkt 2, nicht? Punkt 2, das heißt also nach dem Stoß. Und jetzt könnte ich im Grunde mit M Stern diese Formeln anwenden. Also, ich schreibe jetzt die Geschwindigkeit der Masse groß M nach dem Stoß. Für das Groß, große kurz, M. Ja. Also ich reduziere dorthin, das M Stern müsste heißen Theta A durch E plus L zum Quadrat. Nicht? Denn das ist im Grunde mein kleines a aus der früheren Rechnung, nicht? Das ist ein vorgegebenes. Das muss ja nicht der Stoßmittelpunkt sein noch, nicht? Das ist sozusagen das kleine a. Das heißt, das Theta a ist das m Stern mal e plus l halbe zum Quadrat. Und damit kann ich die Geschwindigkeit von m nach dem Stoß m ist die Masse, ja, die heißt, habe ich V2 genannt, die ist gleich der Geschwindigkeit vorher plus dem m Stern dividiert durch m plus m Stern, Differenz der Geschwindigkeiten, war das e plus l halbe mal phi Punkt 1, also die Geschwindigkeit, mit der es auftrifft, mal 1 plus Epsilon. Das ist aber schon so, phi Punkt 1 ist die Geschwindigkeit kurz vor dem Stoß, phi ja. Kurz danach, ja. V2 ist also die Geschwindigkeit der Masse, der großen Masse, und V1 die Geschwindigkeit. Ja, ja, ja. Also die Masse hat V und die haben Phi-Punkt. Nicht? Ja, ja. Phi-Punkt aus der Drehung, ja. Und vorher ist ja 0 die Geschwindigkeit. Nicht? U und V2 sind die Geschwindigkeiten von der. Und damit habe ich die Geschwindigkeit nach dem Stoß, Geschwindigkeit von M nach Stoß. Naja, und das müsste natürlich auch rauskommen, wenn wir jetzt aus diesen 6 Gleichungen das alles eliminieren. Müsste das so herauskommen. Naja, jetzt könnte man natürlich sagen, und jetzt hat die Masse ja Geschwindigkeit und dann wird sie abgebremst durch Reibung. Hm? Würde ich sagen, die Masse M hat jetzt V2 bekommen, da ist ein μ. Wo kommt sie zur Ruhe? In welchem Abstand? Wo bleibt sie stehen? Dann ist das der Weg S, das soll heißen Stillstand.
dann muss die kinetische Energie m v Quadrat halbe durch die Reibungsarbeit aufgezehrt werden. Die t minus t 0 ist w. Also die t ist 0, die t 0 war großes m halbe v 2 Quadrat und die Reibungsarbeit ist eine negative, die ist minus μ mal Gewicht, dann ist das Gewicht so, μ dagegen mal den Weg s. Und daraus könnte man ausrechnen, dass s ist gleich, was? M gekürzt, v2 Quadrat durch 2 μ g. Da kommt diese Masse groß M dann zum Stillstand und das V2, das muss man halt da oben ausrechnen. Nun ist das Theta A, wenn das wirklich so ein Stab ist, ist das Theta A ja bekannt. Für den Stab ist es ja das Theta S plus ME Quadrat, nicht? Das ist der steinersche Satz. Das heißt, m l Quadrat Zwölftel plus e Quadrat. Das wäre das Theta A. Und wenn wir das jetzt gleich nennen m mal ia Quadrat und jetzt fragen, naja, wo muss ich denn auflagern, wenn ich am Ende stoße, nicht? Wo muss ich das Lager E vorsehen, damit das Ganze stoßfrei ist? Dann müsste ja stoßfreie Lagerung die Beziehung S mal A gleich IA Quadrat erfüllt sein, nicht? Ich glaube, das war das ist A Quadrat. Schauen wir zurück noch einmal. S mal A ist IA Quadrat, nicht? Muss sein. Das S ist ja bei uns das E jetzt, nicht? Der Abstand zwischen Lagerpunkt und Schwerpunkt, das ist das E. Das A ist der Abstand zum Stoßpunkt, das ist E plus L halbe. Das ist jetzt der Abstand darunter. Und das IA Quadrat, das sehen Sie, das ist L Quadrat Zwölftel plus E Quadrat. Also nur, um das noch einmal aufzuzeichnen, der Punkt B ist da unten. Das ist B. Da ist S, also das ist L halbe. Und da haben wir gesagt, das ist E, weil das der Drehpunkt A ist. Früher haben wir aber bezeichnet gehabt, das mit S. Und den Abstand mit A. Also ist der A der E plus L halbe, nicht? Und der S ist der E. Und dann steht da, oh Gott, hoffentlich kommt da was Vernünftiges raus. Das E-Quadrat fällt weg, wie Sie sehen. Die Frage ist ja, wie groß ist E? E ist gesucht. Da steht hier E-Quadrat plus EL halbe ist gleich L Quadrat Zwölftel plus E Quadrat, das ist also weg. Und es bleibt übrig, E ist gleich L Sechstel. Das ist gar nicht weit. L ist E Sechstel, das ist der Drittelpunkt, nicht? Genau genommen ist es so, wenn das die Hälfte ist, dann ist da Drittel. Und da müsste gelagert sein. Das ist das L-Sechstel. Wenn das richtig ist. Aber ich hoffe schon. Ne?
Als Beispiel noch das ballistische Pendel. Zur Ermittlung der Geschwindigkeit eines Geschosses. Das heißt, wir haben ein Geschoss, das hat die Masse klein m und eine sehr große Geschwindigkeit v0. Das ballistische Pendel besteht aus einer großen Masse m und wir haben so ein Theta a, das kennen wir. Und die Lage des Schwerpunkts ist bekannt und der Abstand a ist natürlich auch bekannt. Und das Geschoss bleibt dann im Pendel stecken. Im Pendelkörper stecken. Das heißt, es bewegt sich dann ja nach dem Stoß mit dem Pendel mit. Das ist wie ein plastischer Stoß, nicht? Also wenn ich das nochmal aufzeichne, da ist eine Stange runter, dann ist da vielleicht irgendein Sandsack dranhängend, Öffnung halt jedenfalls, und da kommt dieses Geschoss, Gewehrgeschoss mit großer Geschwindigkeit daher. Und wenn das dann sozusagen getroffen ist und da rauspendelt, dann steckt da natürlich das Geschoss drinnen. Sozusagen. Und da ist der Schwerpunkt, das S, das A. Und man könnte jetzt aus dem Ausschlag des Pendels, nicht, aus diesem Winkel Phi Max, sollte man ausrechnen können, die Geschwindigkeit V0 des Geschosses. Nicht? Und wenn man die Gesamtsituation anschaut, nämlich Pendel plus Geschoss, dieses quasi Zweikörpersystem, dann könnte man sagen, wir bilden, nachdem da ja nur innere Kräfte wirken, nicht? Beim Eindringen des Geschosses da in die Pendelmasse wirken nur innere Kräfte, nicht? Von draußen ist ja gar nichts, könnte man sagen, wir nehmen Drallerhaltung um A. Ich weiß nicht, ob er das da so gemacht hat. Oder Drall, das ist ja nichts anderes als das Impulsmoment. Das Moment des Impulses ist ein anderer Name für Drall. Also das ist jetzt nichts Neues, das ist das Moment des Impulses, ist der Drall. Und wenn nur innere Kräfte auftreten, dann kann sich der Drall nicht ändern. Wir nehmen also beide zusammen und sagen, Drall bezüglich A bleibt erhalten. Drall des Gesamtsystems oder Impulsmoment meinetwegen. Impuls, Moment um A bleibt konstant. Also Impulsmoment um A vorher. Sie sehen, da ist das Pendel in Ruhe. Es ist also nur das Moment des Impulses der Masse klein m des Geschosses im Abstand a. Das ist der Abstand des Geschosses vom Drehpunkt. Das ist das Impuls, Impuls mal Hebelarm, Normalabstand ist Impulsmoment. Der LA nachher besteht aus einer, wenn die Geschwindigkeit, die Drehgeschwindigkeit nachher Phi Punkt 1 ist, nicht, heißt das Theta A mal Phi Punkt 1, das ist das Impulsmoment, nicht, der Drall. Plus, wenn ich will, das kleine Geschoss, das jetzt da drinnen steckt. Nämlich das M, und das hat
im Abstand a ja die Geschwindigkeit a phi Punkt 1, so wie das Pendel, und der Hebelarm ist auch a, also steht ma Quadrat da. Und wenn das gleich sein soll, dann kann ich daraus das phi Punkt 1 ausrechnen. Also phi Punkt 1 ist gleich dann m. LA vor ist gleich LA nach. Weil das ja nur geändert werden könnte durch irgendwelche Momente äußerer Kräfte. Und die sind aber im Stoß vernachlässigbar. Und die Stoßkräfte selbst geben. Nur sind es ja innere Kräfte. Die wir gehen nach hin, nach rechts, bleiben wir nach links. Geben wir also keinen Moment. Dividiert durch Theta A plus M A Quadrat. Und wenn ich die Anfangsgeschwindigkeit habe jetzt, 4.1, dann schlägt das Pendel aus und es muss die gesamte kinetische Energie T1, die ja gleich die Energie des Pendels, Theta A mal Phi Punkt 1 Quadrat halbe ist, plus eine Masse M mal ihre Geschwindigkeit A mal Phi Punkt 1 zum Quadrat. Diese kinetische Energie muss in Hubarbeit umgesetzt werden. Die Arbeit ist nämlich, ist natürlich negativ als Hubarbeit, minus das Pendel MG S 1 minus Cosinus Phi Max. Das geht bis darauf, da hier, das MG. Und dann müsste ich noch sagen, ich muss das kleine MG, das ist ein bisschen mühsam, mit A auch 1 minus Cosinus Phi Max heben. In aller Regel werden wir dann sagen, naja, das kleine M lassen wir überhaupt weg, über dem großen M. Dort, wo es additiv ist, da muss ich natürlich drinnen lassen. Da könnte ich schreiben, näherungsweise muss das ein M V0a durch Theta a, wenn m sehr klein gegen groß m ist. Nicht? Dann ist das ja, das m, das ist ein großes m a Quadrat mehr oder weniger und das ist ein kleines m a Quadrat. Nicht? Dann kann ich das kleine m, das ist die Geschossmasse, spielt überhaupt keine Rolle dann. Und dann könnte man natürlich auch die ganzen Energien und Arbeiten weglassen. Dann würde es ein bisschen einfacher werden. Aber der Energiesatz sagt nun, diese kinetische Energie muss aufgebracht werden durch die Hubarbeit. Und daraus kann ich dann den Cosinus Phi Maximum ausrechnen. Also wenn ich sage, T ist die Anfangsenergie, am Ende ist 0, minus T1 ist das W. Und das W ist negativ, also im Grunde ist alles klar. Es steht dann da Theta A plus m klein a Quadrat mal phi Punkt 1 Quadrat halbe. Das muss gleich sein. Ich lasse jetzt das Minus weg. Ist gleich großes m s plus kleines m a, Klammer, Klammer, mal g mal 1 minus Cosinus phi Max. Und damit kann ich da den Phi Max ausrechnen. Und wie gesagt, könnte man das irgendwie vereinfachen natürlich. Ja, soweit, so gut.